Schönen guten Abend. Ich bin froh, hier zu sein. Ich bin auch ein Berliner. Ich bin ein Ü-Berlin-Ger. Ich komme aus Überlingen vom Bodensee. Dankeschön. Ich bin von keiner Partei. Ich bin aus einer Band. Die Band heißt Die Neuen Barden und wir machen seit vielen Jahren Musik für den Frieden. Und ich will euch auch gleich ein Friedenslied singen. Das Lied heißt Friedvolle Krieger und zeigt so ein bisschen auf die Paradoxheit des Friedens. Weil er muss im Innen beginnen, bei uns im eigenen Herzen, in unserer Mördergrube, muss dieser Frieden erstmal gemacht werden, damit er in die Welt hinausgetragen werden kann. Ich habe mir Notizen gemacht, sonst vergesse ich immer das Wichtigste. Ah, eine Sache. Ich wollte eigentlich, wie immer, wenn ich nach Berlin komme, mit dem Flugzeug fliegen. Aber ich habe mich entschieden, das ist eigentlich vollendeter Blödsinn, wenn ich hier mit dem Flugzeug herfliege, innerdeutsch. Also bin ich mit dem Fernbus gekommen, den ganzen Tag saß ich im Bus, seit heute Morgen um 6:30. So ein kleiner Anfang meiner inneren Revolution, dass ich Dinge, Verhaltensmuster, die ich schon lange habe, verändere, damit ich selbst die Veränderung sein kann. Was wollte ich noch sagen vorweg? Ach ja, richtig. Ich bin auch hierher gekommen als Botschafter vom Bodensee. Wir wollen am Bodensee eine Friedensmenschenkette machen. Wir brauchen dafür 187.000 Menschen, die sich an den Händen nehmen und den Bodensee umspannen. Und stellt euch vor, wir stehen da alle. Stellt euch vor, wir stehen um den Bodensee. Vielleicht ist auch der eine oder andere von euch dabei. Das wird am 13. Juli sein. Und wir stehen da und stellen fest, wir sind geschlossen. Welch Freude und Liebe und Frieden dann plötzlich in unsere Herzen kommt. Und das senkt sich dann alles in den Bodensee. Es gibt nämlich verschiedene Menschen, die glauben, weil wir selber aus Wasser sind und Wasser Träger ist für Gedanken des Friedens oder des Hasses. Wenn wir da plötzlich stünden und hätten Frieden im Herzen und würden das auf das Wasser übertragen, und dann würde dieser Bodensee sich auslaufen durch den Rhein und würde durch Deutschland fließen, und dann würden da in Köln Menschen stehen und würden plötzlich sagen, hey, was ist denn hier für ein friedliches Wasser plötzlich? Stellt euch das mal vor, und dann fließt das plötzlich in die Nordsee hinein und von dort in die Weltmeere. Die ganzen Fische fangen es auf. Manche essen ja noch Fische. Stellt ihr vor, die würden plötzlich die Fische essen, die friedvollen. Stellt euch das mal vor, was das wäre, wenn die ganzen Weltmeere plötzlich die Information Frieden hätten, und dann würden die Menschen davon trinken, oder manchmal kommt es ja vom Himmel, das Wasser, und dann regnet da plötzlich so ein friedvolles Wasser herab. Das ist die friedvolle Veränderung. Was? Achso, Entschuldigung. Kurzen Soundcheck machen für die Gitarre. Genau. Das Lied, was ich euch jetzt spielen möchte, heißt Friedvolle Krieger und ist entstanden, als ich so gar nicht im Frieden war mit mir und der Welt. Und das ist meine Methode, um in den Frieden zu kommen oder angstfrei zu werden oder was auch immer, dass ich mir selber Lieder geschrieben habe seit meinem 15. Lebensjahr. Wenn ich fürchterlich Angst hatte nachts, wenn ich aufgewacht war, habe ich mir ein Lied geschrieben und inzwischen tue ich das nicht nur für mich, sondern es haben manche Menschen das Gefühl gehabt, sie wollen uns einladen und unsere Lieder hören. Und deshalb singe ich für mich und für euch heute Abend Friedvolle Krieger. Dieses Lied ist in einem tibetischen Kloster in Irland entstanden, in dem ich die letzten 18 Jahre immer wieder zu Gast war. Friedvolle Krieger. Das sind wir, wir sind mitten unter euch. Wir trauen uns zu lieben, doch wir sind noch sehr am Üben. Machen Fehler jede Menge, doch wir stehen dazu. Fühlen Reue, machen gut, finden endlich wieder Ruhe. Wir spielen wie die Kinder, denn der Mensch ist nur ganz Mensch, solange er spielt. Doch der Mensch kann auch nur spielen, wenn er wirklich ganz zum Menschensein hinzieht. Wir sind die friedvollen Krieger, wir
können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen ist. Verändern wir die Welt, wenn in uns wieder Frieden liegt. Lass dir die Zeit nicht klauen und komm endlich wieder nach Haus. Lass Gott dein Herd Feuer nehmen und ruh dich davon aus. Pflege deine Wunden, lass sie heilen in 15 Stunden. Du wirst sehen, es passiert von selbst, lass es einfach mit dir geschehen. Zünde dein Licht wieder an, einer deiner eigenen Brust. Und löse den Bann. Liebe dich selbst wie deine Brüder und deine Schwestern. Liebe das Morgen wie das Heute und das Gestern. Halte inne und gebe deiner Heilung Zeit. Lausche reglos nach innen, denn schon bald bist du bereit. Tief in dir ist eine Flamme, die dir Licht und eh du es gedacht. Friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen ist. Verändern wir die Welt, wenn in uns wieder Frieden liegt. Sind die friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen ist, unserem Herzen, unserem Herzen ist, unserem Herzen, unserem Herzen ist, unserem Herzen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch. Abschließend möchte ich noch von unserer eigenen Selbsthilfegruppe berichten. Diese Selbsthilfegruppe heißt Stiftung für neue Barden, Kunst und Kultur, und wir beabsichtigen, dass wir uns selber helfen, weil die ganze Kunst hier in Deutschland so gut wie ausgerottet ist. Zumindest von denjenigen, die davon leben müssen und keinen Plattenvertrag haben. Und ich rufe alle Künstler, alle Musiker, alle Barden und Troubadoure auf, schließt euch uns an und wir machen eine große Bewegung und wir helfen uns selbst. Diejenigen, die mehr haben, geben denjenigen, die weniger haben. Und ich habe extra eine Platte ins Presswerk gebracht, wo ich 14 Lieder drauf gemacht habe, die heißt Lieder für die neue Friedensbewegung in Deutschland. Und da ist auch ein neues Lied drauf, das heißt Hans und Sophie Scholl, Die weiße Rose. Und dieses Thema ist mir sehr nah. Und ich möchte einfach ermutigen, connectet euch mit uns, damit wir eine Gemeinschaft bilden können, die aus einem gemeinsamen Horn singen und stoßen können, sozusagen, damit wir ein neues Lied singen können für diese Friedensbewegung. Und das könnt ihr tun, wenn ihr einfach auf dieneuenbarden.de geht und einfach uns mal ein bisschen ein paar Zeilen schickt per E-Mail. Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend hier in Berlin. Und wer will, kommt dann 13. Juli an den Bodensee um 18 Uhr machen wir dort eine Mahnwache, nicht nur in Überlingen, sondern um den ganzen Bodensee herum sind dann verschiedene Mahnwachen und dann um 19 Uhr machen wir so und wie selbstverständlich gleiten wir dann in zwei Hände hinein und dann ist der Bodensee quasi menschenkettentechnisch umrundet. Und damit wir uns schon mal ein bisschen sammeln können, wir wohnen auf einem großen Biobauernhof mit viel Platz und da könnt ihr am Freitag schon anreisen, am Samstag machen wir dort das Fest der Bäume zum 9. Mal, da könnt ihr eure Karawans und Zelte abstellen und wir tun uns schon mal ein bisschen sammeln dafür, dass wir am Sonntag dann auch wirklich in diesem Frieden
in diesem inneren Frieden dann schon mal losziehen können, runter an den Bodensee. Dankeschön, Berlin. Tschüss, macht's gut.